So, Freunde der Spiegeltour. Kampagne von Iron Harvest. Heute Morgen um 9 Uhr ist es rausgekommen. Seitdem darf man es auch zeigen. Ist immer so ein bisschen an mir vorbeigeschlittert, auch die Beta zu spielen im Multiplayer. Wir können es natürlich gerne auch irgendwann mal im Multiplayer spielen. Ich denke mal, es ist ganz cool. Und werden ja, uns die Kampagne einfach angucken, die sehr episch sein soll und sehr toll. Und wer es nicht kennt, ja, es ist wahrscheinlich das echte, wirklich das beste Story-Echtzeitstrategiespiel, was es seit StarCraft 2 gab. In einem, oh, wie soll man sagen? Ach, wir starten einfach. Wir starten einfach, ist noch sehr früh am Morgen. Ich lasse das Intro dafür sprechen. Ich weiß gar nicht, habe ich die Kampagne gespielt schon? Nein. Wir fangen natürlich mit der Polania-Kampagne an. Die junge Anna Koste will sich bei einer Schneeballschlacht gegen die Dorfjungen behaupten und lernt viele wertvolle Lektionen dabei. Das ist wieder das Tutorial. Im Steampunk-Setting. Das wusste ich auch schon. Wir spielen auf 4K auf dem PC in hohen Einstellungen. Und ich muss gleich noch gucken, wo ich mich am besten hinbewege. Und ja, ich spiele manchmal Spiele auch im Multiplayer, lieber Chat. Das ist nämlich gleichzeitig hier die, der Steam-Livestream. Ich weiß gar nicht, ob wir das pompöse Intro vorher noch sehen. Nein. Was heißt, ich kann nicht mitspielen? Mädchen können nicht werfen und rennen. Das wäre ein Nachteil für dein Team. Das stimmt nicht. Und was willst du dagegen machen? Heulen? Heul, Suse! Los, ich bin die Polania! Das ist ungerecht. Nein, denen zeige ich's. Ich sehe einen. Richtig, pinkel auf deinen Schneeball und mach sie alle. Ganz kurze Soundanpassung. Sind ja alles noch Kinder. Angriff! Au, okay! Du bist tot! Ein Hinterhalt! In Deckung! Du bist tot. Nein, du bist tot. Wer kennt dich früher? Wir haben auch Krieg gespielt mit Stöcken. Sie spielt gar nicht mit! Na gut. Gut, bleiben noch vier. Nach da drüben? Voll erwischt. Jeder kann sich von hinten anschleichen. Sie verstecken sich! So, hierbei wird nämlich erklärt, dass man ein Deckungssystem nutzen kann. Hier müsste ich sicher sein. Das wird dann an den Wänden nämlich hier gezeigt. Hey, nur schnell vorbei! Erwischt! Ich bin doch nicht tot! Hier sollte es sicher sein. Nehmt das! Die mache ich ganz als Angriff. Die Feiglinge greifen mich an. Ein gemeiner Dorfjunge mit ganz viel Schnee. Ich gehe in Deckung. Feuer frei. Viel besser. Hey, nur Schneebälle, kein Eis. Stellt euch auf eure Niederlage ein! Wenn Mädchen mitgespielt hat, hätte jetzt recht auf den Ball gepinkelt. Ich hab sie! Die Polanierin tötet den nächsten Russwirt! Du bist ein Russwirt! Die Russwirts kommen! Rückzug! Und ab jetzt zählt jeder Treffer! Hey, du warst tot! Ihr könnt mir nicht entkommen! Ich bin bereit! Da lang! Ja, cool, die Kamera drehen. Und Alt, um die. Moment, Alt und mittlere Maustaste, um die Kamera zu drehen. Ich muss leise greifen, mitgemacht! Und da können wir die Minimap wieder normal ausrichten, wie sie gedacht ist, nach Norden.
Hier sollte es sicher sein. Hey, nur Schneebälle, kein Eis! Mit Eiszapfen muss man ihn töten. Ich muss leise sein. Unsere Heldin wird angegriffen. Viel besser. Die lass ich mich nächstes Mal einfach mitspielen. Richtig. Hey, nur Schneebälle, kein Eis. Stellt euch auf eure Niederlage ein. Nach da drüben? Ein perfekter Ort. Letzter Junge. Schlagen Sie! Attacke! Es lebe Polania! Au, hey! Au! Oh. Du bist tot! Moment, die Szene kenne ich. Du bist tot! Da ist doch Mila Superstar. Sie wird Handballstar. Volleyball. Hey! Sucht euch gleich stärker aus! Oder stärkere! Sie bekommt Verstärkung! Rückzug! Die haben gemogelt. Ich hätte gewonnen. Sah eher aus, als wären sie dir überlegen gewesen. Komm, gehen wir zurück ins Dorf. Papa wartet sicher. Oder du zeigst mir endlich, wie man schießt. Du hast es versprochen. Wenn du älter bist, sagte ich. Aber jetzt bin ich doch älter als damals. Und wie soll ich mich sonst im Krieg verteidigen? Wenn der Krieg ausbricht, versteck dich. Ich kümmere mich um dich. Und wenn du mal nicht da bist? Onkel Lech sagt, jeder in Polania muss lernen, sich zu verteidigen. Ich bin immer für dich da. Naja, die Jungs haben mir ganz schön zugesetzt und wären da... Entschuldigung, ich dachte, ich könnte in die Optionen reingehen. Gut. Hier im Wald gibt es Hirsche. Wenn wir ganz still sind, finden wir vielleicht welche. Aha. Weil ich glaube, die Stimmen sind so extrem laut. Also gut, nach Ihnen, Generalen. Weil das als Zwischensequenz gilt. Ich hätte es auf 08 einstellen lassen müssen. Also auf 08 stehen lassen. Weil für mich, ich habe es für euch schon ein bisschen leiser gemacht. Die Stimmen sind halt echt laut bei mir. Hm? Bin unterwegs. Ich muss leise sein. Jage einen Hirsch. Da drüben. Ich sehe ihn. Die Stimme des Mädels ist auch mir gerade viel zu hart. Ich muss leise sein. Legen wir los. Was? Ich war doch leise. Hirsche sind Fluchttiere. Und deshalb sehr scheu. Wir brauchen eine neue Taktik, Generalin. Ich verstecke mich im Gebüsch, da sieht er mich nicht. Und du treibst ihn in meine Richtung. Guter Plan, aber er schießt den Hirsch und nicht mich. Jeder Einheit im Spiel verfügt über einen Sichtbereich. Im Büsche bist du schwerer zu entdecken. Psst. Bereit, treib den Hirsch zu mir. Sehr gut, suchen wir einen Hirsch. Bin unterwegs. Kinderspiel. Was? Sie wird ihn abknallen? Nein, sie wird ihn nicht abknallen. Sie wird ihn einfach nur treiben. Siehst du? Er läuft einfach nur zurück. Ja? Halt still! Bam! Danke, Urgo, für dein Twitch Prime-Abo. Oh, Mist! Das Gewehr ist größer als das Mädchen. Aber der Schuss war wirklich mies. Ich glaube, mit dem Gewehr stimmt was nicht. Hör zu. Wenn du abdrückst, darfst du nicht unsicher sein, ob du triffst. Du musst das genau wissen. Sieh dir dein Ziel an, wie es sich bewegt. Erfühle den richtigen Zeitpunkt. Und dann... Peng! Schon gibt's Wildbraten. Ich verstehe. Glaube ich. Einheiten haben verschiedene Fähigkeiten. Diese müssen sie normalerweise aufladen, bevor sie erneut benutzt du werden können. Du versteckst dich im Busch. Und ich... Ich weiß... Durchschlagender Schuss schießt ein durchschlagendes Geschoss ab, das an allen Gegnern auf den Weg Schaden verursacht. Befehle? Guter Plan.
klar doch. Guter Plan. Nicht, dass der Hirsch wieder an derselben Stelle steht wie vorher. Natürlich nicht. Klar doch. Aber wieder ganz schön, dass im Schnee die Spuren bleiben. Bin unterwegs. Legen wir los. Was gibt's, Generalin? Guter Plan. Hm? Ich werde treffen, das weiß ich. Der arme Hirsch. Ich hab getroffen. Guter Schuss, Schmetterling. Das glaubt mir Papa nie. Er darf nichts davon wissen. Ich hab geschossen, denk dran. Richtig. Und was für ein Schuss. Dein bester bisher. Scherzkeks. Das ist ja widerlich. Das gehört dazu. Wir töten nicht aus Spaß. Yannick, sag, glaubst du wirklich, es gibt Krieg? Sicher. Und diesmal wird es ein ganz großer. Saxony, Roswiet, die Nordic Kingdoms, vielleicht sogar das Shogunate. Die ganze Welt. Kommen die Soldaten auch hierher? In dieses Kaff? Warum sollten sie? Yannick! Schieß! Schieß! Los geht's! Bam! Was ein Projektil, ey. Das war ziemlich knapp. Ja, danke. Hatte wohl Hunger. Hey, Arthur, nimm das Vieh mit. Das gibt einen warmen Mantel für Sibirien. Er zieht in den Krieg? Nach Roswiet? Ja, wir verteidigen die Heimat gegen Roswiet. Oh. Beeindruckend, was? Ein Schmiaui. Neuestes Modell. Die werden sich umsehen. Fantastisch. Komm, es kann nicht mehr weit sein. Wollt ihr nach Saleshi? Da wohne ich. Ich bring euch hin. Na dann, spring auf, Soldat. Geh gleich zurück, ja? Und vergiss den Braten nicht. Das Zittern der Maschinen würde mich wahrscheinlich kirre machen, wenn ich da drin sitze. Ja, Bonusziel, zerstöre alle Schneemänner, habe ich nicht gemacht. Lass dich von keinem der Schneebälle treffen. Das brauchst du für Gold und Platin. Ach, schon die Tutorial-Mission ist schon verkackt.